Servus, ein Sommerfahrzeug. Hey. Da dachte ich, muss ich die mal wieder mitnehmen, weil kommt ja nichts. Ne? Und ja, bist du dabei. Wir haben jetzt also ein Weihergebiet ausgesucht. In den Wäldern, Leute. Ja. Und vor einer halben Stunde her, da fast eine Dreiviertelstunde her und jetzt bin ich da und das ringt wie die Sau. Ja, tut es gerade aber ein bisschen live gehört. Darum filme ich das quasi mit der GoPro und nicht mit der EOS. Ne? Und dass da also eine Waldlehrpfad ist, mit so einem Parkplatz, habe ich quasi gar nicht gewusst. Aber in dies, was ich ist, ne? Will ich ein paar Fotos machen. Bis dabei, check mir die Lage, Young Man. Aber das hat sich jetzt sowieso schon erledigt, weil da geht es quasi rein in den Waldlehrpfad. Ja? Bloß ich gehe nicht in den Waldlehrpfad. Ja, ich gehe nämlich dafür. Weil da hinten nehme ich die Weihe, weil ich weiß, ich habe schon da auf meine Landkarten. Ja, also zumindest hoffe ich, dass ich da eine erreiche. Der, der mich eigentlich interessiert hat, den erreiche ich nicht, weil der ist zweit. Mal von der anderen Seite her schon, aber da kommen tausende von Leuten. Und voll das Wandergebiet. Hey. Das ist das Rondell von einem ehemaligen Kohlemeiler. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ne? Aber das ist der. Ja, jetzt muss man die Leute vorbeilaufen. Ja, das war jetzt ein Haufen Leute. Waldtechnisch ist das sehr cool jetzt dann. Weil so viel Mischwald ist das halt so. Da die ganzen Kiefern, Leute. Und dann da, was meinst du, das geil ist, hey, wenn sich das alles färbt jetzt dann im Herbst. Ja. Ich mache ja, wenn quasi so ein Kiefernwald ist oder ein Fichtenwald. Und dann ist quasi so ein einzelner Baum, der dann so in bunter Tracht steht. Ist jetzt besser zum Fotografieren? Weil ich weiß alles, ja. Aber sehenswert ist das schon. So ein Waldfall. Jetzt labert der wieder her, Alter. Meine Fresse, Alter. Ich kann keine SMS-Nachrichten senden. Hey, fuck you, Alter. Was für SMS-Nachrichten, hey. Der regt mich so auf, hey. Ich weiß auch nicht. Ich komme da mit meinem Ärmel hier oder so. Und dann labert mir der jedes Mal im Wald irgendeine Scheiße daher, echt. Unglaublich, hey, unglaublich. In dem Waldgebiet, da gehst du zum Beispiel so ein Hecht und da steht drauf Scharweier. Ja. Aber da sind so Pützisucher da mit so einem Eimer. Hey. Ja, jetzt keine Lust, dass ich dem Knack habe. Vor allen Dingen wollte ich eh nicht da gehen, sondern quasi dann links. Ja, für die links. Weil da komme ich dann zwischen zwei Weiher vorbei, Lautkarten. Ja, Mann, hey, so ist es, du. Das ist natürlich, ich glaube, dass die Schwammerlersucher sind. Ja. Weil, was wüsst ihr sonst der Sucher? Ne? Und in so Mischwäldern halt, soweit man das so bezeichnen kann, ist natürlich die Ausbeute an so Putzi Schwammerler besser wie in so einem normalen Fichtenwald, Alter. Wo quasi alles ausgetrickert ist. Ne? Das ist auch so ein Wallfiri. Keine Ahnung, was das war. Das ist super. Vor allen Dingen passt mir jetzt das wieder, weil die ganzen Insekten jetzt halt so peu à peu weg kann. Ich war gestern in Franken wandern, hey, auf so einem Felsensteig in der Sonne. Waren noch auf die ganzen Gräser und Stauern, hey, auf einen Wanzen drauf gehabt. Ja. Hab mich dann gleich angeschaut nach Insekten, aber Gott sei Dank keinen gehabt. Weil die gibt es ja auch noch. Ne? Jetzt bin ich quasi an die Abzweigung. An der Lesbeck Weiher. LKW Sackweg. Ja, mit einem Eisvogeltreff. Hätte ich schon zahlreiche Motive gefunden jetzt, du. Ich habe aber eigentlich meine Kamera da immer dran, gell? Habe ich heute 35 mm dabei, wollte mal so Waldfotos machen. Aber mit den Nieseldingen ist scheiße. Schau mal. Das ist einmal das Problem der Fotografie, Alter. Da hast du halt mit dem iPhone kannst du halt einfach draufhalten. Einem Starkregen. Ja, mit so einer Kamera. Meine Kamera ist zwar wasserfest, wetterfest, ja. Aber die Objektive nicht. Aber wurscht! Schau mal, dafür, hey. Da sieht man quasi schön, wo es vor einigen Jahren die ganzen Fichten da, der Rheinau, gepflanzt haben. Ja. Ist quasi ein Forst. Ja. Da hat man die Bäume abpflanzt halt, damit man die dann erntet. Ja, so ungefähr. Ne? Und ja, alles schön in Reihe. Da vorne hat es geheißen LKW-Sackgasse, Alter. Das ist ja generell die Sackgasse. Das ist ja auch der Wanderweg in der Alter. Ja.
Aber ich komme mit der Führer Heugummistiefel an. Letztens hat mich wer gefragt, welche Stiefel ich empfehlen darf für den Winter. Da habe ich gesagt, hey, geil, wenn es assig ist, kauf dir Gummistiefel gescheite. Ja. Weil ob das Gore-Tex ist oder irgendwas anderes, die haben alle irgendwann mal wasserdurchlässig. Ja. Aber in Gummistiefel fällt dir nichts, brauchst du nicht aufpassen. Easy going. Jetzt haben wir jedenfalls schon am Weih. Den Namen habe ich vergessen, aber ist ja wurscht. Kennst du einen, kennst du alle. Ja. Oh yeah, Alter. Das ist er. Einer von vielen. Ja. Jetzt war fast wie auf Pornhub. Hey. Einen Weih nach dem anderen, weiß ich gar nicht, was ich anschauen soll. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. So ist es. Gut, dass ich jetzt da bin, weil nämlich in dem Sommer brauchst du da gar nicht hergehen. Ja, ist jetzt so die Vegetation. Scheiße, ja. Aber vor ein paar Monaten oder so war das nur scheiße. Ne? Vor allen Dingen mit fette Sumpfgebiet, Alter. Hey. Ja, ich gehe jetzt einfach dafür. Ne? Kein einziges Foto gemacht bis jetzt, weil der weiß, scheiße. Ja. Also nicht fotogen, fotografisch, hey. Ja. Und da ist auch nichts, du. Mach ich dann noch ein paar Fotos, wenn ich wieder dafür gehe. Ne? Weil, wenn ich nämlich jetzt dafür gehe, wenn ich das schaffe davon, kann er sein, dass es dann Ende Gelände ist. Kann man die wieder auf so einen Forstweg, laut meinem App. Hey, ich habe sogar Empfang da, aber ist ja nicht der Hirschwald. Schwarzwasser, Alter. Alter, wieder mal bisschen da. Aber noch geht's weiter, hey. Noch geht's weiter. Ja, solange jetzt da kein Witz herkommt. Oder nackt die Frau. Ja, dann, Alter, leck mich doch am Arsch, was ist denn das da? Für Weg des Todes, hey. Ich glaube, also wahrscheinlich, wo ich jetzt dann da wieder fertig überhergekommen bin, weil durch das Zeichen der Distel, hey, das ist jetzt nicht. Aber das ist, ein Schwan. Ja, hinten ist ein Schwan. Ne, wir gehen jetzt quasi da noch fertig und dann breche ich ab. Ja, weil halt, ja. Einfach weil ich da nicht durchrenne. Sag einmal, hey, das ist für ein Ding da, hey. Ja, nee, das kannst du vergessen. Ja, da ist. Also, das war jetzt quasi halt nur der Führer. Ich schätze 150 Meter, aber ich gehe da nicht durch. Ja, warum auch? Ne? Komm ich mal zu dem Forstweg. Komm ich da vorne. Und die anderen Weiher schreiben aber einen anderen da. Ne? Ich hole jetzt quasi meine Kamera raus. Und dann mache ich ein paar Fotos. Ja. Und was ich quasi in den Wäldern finde, das kannst du dann in meinem Blog anschauen. Ja. Ein paar so Herbstfotos. Weil nämlich in das andere Weihegebiet, also quasi nur, da gibt es noch eine Weihe. Das schaffe ich zeitlich nicht. Da ist noch tiefer drin. Ja, will ich auch noch sehen. Aber ja, ne? Holt mir eh was mal wieder. Mal denn. Heute Abend gibt es Pizza heute. Morgen gehe ich Bowling. Dann ist Sonntag und dann ist wieder die neue Woche da. Ja, in diesem Sinne, Alter, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Letztes Fetz aus der Oberpfalz. Aus dem Urwald. Ja, bis dann. Tschüss.